Für uns ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir den ganzen Menschen wahrnehmen. Rein nach dem benediktinischen Grundsatz, für uns sind die Schüler wirklich alle Geschöpfe Gottes. So, unser Schulmotto heißt ja Schule für Kopf, Hand und Herz. Und uns ist ganz wichtig, dass wirklich diese drei Elemente bei unserer Ausbildung vorkommen. Das heißt also eine gute fundierte Grundausbildung. Es ist für uns wichtig, aber auch, dass die Hand dabei ist, dass man seine Talente in vielerlei Hinsicht erfahren kann. Und vor allem das Herz ist für uns das oberste Gebot, dass man seine Entscheidungen nach dem Herzen trifft. Wofür sich die Schule für mich besonders auszeichnet, ist eben, dass man wirklich als Schüler wahrgenommen wird und ein sehr gutes Verhältnis zwischen jedem Schüler und jedem Lehrer besteht. Und auch die Persönlichkeitsbildung wird hier sehr stark gefördert. Vor 3 Jahren haben wir uns dann gedacht, wie können wir unsere Schule dann in das 21. Jahrhundert bringen? Und da haben wir das versucht, ein bisschen über globales Lernen, was unser Schwerpunkt ist, und die Nachhaltigkeit zu sehen. Da haben wir neue Bereiche geschaffen, das Netzwerk Körper, Netzwerk Kunst, Hashtag Respect, Werkstattluft, Sprachenraum, sind alles autonome Gegenstände, die wir geschaffen haben, wo wir versuchen, es projektorientiert zu unterrichten. Ganz wichtig für uns ist auch der Sprachenraum bereits in der Unterstufe. Wir versuchen, unsere Gegenstände, die wir an der Schule eben lehren, das ist Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Latein, alle diese Sprachen versuchen wir bereits in der Unterstufe kennenzulernen. Und die Schüler können sich dann aussuchen, welche Sprache sie dann in der Oberstufe vertiefend wählen wollen. Man freut sich schon immer in die Schule, wenn man reinkommt, weil man fühlt sich da wohl und die Stunden vergehen eigentlich, weil man freut sich schon früh auf jedes Fach. Das Essen ist immer gut da und auch die Lernzeit. Man kann sich wirklich für einen Test vorbereiten und man muss dann daheim selten noch was machen. Es gibt unverbindliche Übungen und die sind wirklich total gut, weil es gibt, glaube ich, keinen, der sich für nichts angemeldet hat. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Netzwerk Körper, da versuchen wir ein bisschen die naturwissenschaftlichen Fächer hineinzubringen, so dass man wirklich analytisch den eigenen Körper kennenlernt, im Tun, sprich im Sportbereich, aber auch analysieren, sprich wie funktioniert der Stoffwechsel, wie funktioniert der Muskelaufbau, welche Dinge muss ich über den anatomischen Aufbau des Körpers wissen, damit ich ihn richtig trainiere. Und im Netzwerk Kunst ist das genau der Gegenpart, wo ich versuche dann meine Gefühle, meine Fantasien, meine musischen, literarischen Talente einfließen lassen und das für wieder zusammengefasst für Musik, BE und Werken und so weiter, wo ich einfach die Kreativität fester fördere. Ich wünsche mir für diese Schule, dass sie treu unseren Grundsätzen für die Bildung des ganzheitlichen Menschen immer wieder ein Leuchtturm ist. Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zur Online-Bildungsmesse. Mein Name ist Irmgard Greinix und ich bin die Direktorin der BAföB Judenburg. Wie ihr sicherlich wisst, bilden wir die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen von morgen aus. Was euch aber genau an unserer Schule erwartet, das erzählen euch unser Schulsprecher Marco Hofellner und Lena Bichlmeier aus der 5b-Klasse. Ich übergebe nun das Wort an die beiden. Danke. Vermutlich weiß jede und jeder von euch, dass unsere Schule beides bietet, die Zentralmatura und eine umfassende berufliche Ausbildung. So kannst du zum Beispiel an einer Universität studieren oder direkt im Kindergarten bzw. einer Kinderkrippe arbeiten. Und eines können wir euch sagen, unsere Absolventinnen und Absolventen sind in der Arbeitswelt sehr gefragt. Vermutlich das beste Beispiel dafür ist unsere ehemalige Absolventin Selina Binder. Diese leitet schon mit Anfang 20 einen eigenen Kindergarten. Das Vorurteil, dass nur Mädchen diese Schule besuchen, ist auch ziemlich weit hergeholt. Jedes Jahr haben wir auch viele männliche Absolventen. So zum Beispiel auch Oliver Machainer. Er hat sich seinen Traum, mit Kindern zu arbeiten, erfüllt. Falls auch du Lehrerin oder Lehrer werden willst, ist unsere Schule bestimmt eine gute Wahl.
denn hier lernst du schon einiges, was du auch auf der Uni brauchen wirst. Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass dir auf der Pädagogischen Hochschule schon einige Prüfungen wegfallen würden, da du sehr viel Erfahrung und Wissen mitnimmst. An dieser Stelle möchten wir euch Johanna Kaltnicker vorstellen. Sie unterrichtet an einer Volksschule in Knittelfeld. Und Matthias Mürzel, er studiert gerade in Graz. Später wird er Geschichte und Musik an höheren Schulen unterrichten. Apropos Musik. Musik spielt an unserer Schule auch eine wesentliche Rolle. Und Kunst. Durch zahlreiche Projekte und kreative Stunden werden deine Talente und Begabungen gezielt gefördert. Zum Beispiel hat Christina Cosé Grafikdesign studiert und arbeitet jetzt in einer Werbeagentur. Oder Christine Reiner. Sie studiert gerade Gesang an der Kunstuni Graz und steht schon in zahlreichen Opern und Theaterstücken auf der Bühne. Natürlich bietet unsere Schule auch eine umfassende Allgemeinausbildung. Durch die Zentralmatura stehen dir sämtliche Türen offen. Marco Milcher zum Beispiel studiert Medizin in Graz. Die BAföB Jugendburg bietet dir eine Zukunft voller Möglichkeiten. Also komm auch du zu den Tagen der offenen Tür am 19. und 20. November und überzeuge dich selbst davon. Wir stehen am BGBRG Jugendburg für wertschätzenden Umgang miteinander und für Kommunikation auf Augenhöhe. Jede Schülerin und jeder Schüler kann die eigenen Stärken bei uns leben. Zusammenhalt wird bei uns ganz groß geschrieben. Als einziges E-Education Expert Plus Gymnasium der Region schaffen wir individuelle Lerngelegenheiten und Lernräume mit Hilfe modernster Technologien. Als international vernetzte Schule sind uns Sprachen besonders wichtig. Bei uns hast du die Möglichkeit, bilingual zu maturieren und du kannst Spanisch, Französisch und Italienisch lernen. No progress without science. In Science bereiten wir uns mit High-Tech-Equipment auf jedes naturwissenschaftliche Studium vor.
Technik zum Angreifen. Du kannst in unserer Oberstufe mit 3D-Scan und 3D-Druck deine Ideen verwirklichen. Bei vielen künstlerischen Projekten kannst du auch deine Kreativität ausleben. Von Ausstellungen über Audioguides bis hin zu Musicals. Für alle kreativen Köpfe ist etwas dabei. Möchtest du Innovation erleben und Zukunft gestalten? Lerne Webdesign, das Programmieren von Apps und Robotern. Aussuchen und loslegen. Bei uns am BGB AG Jungburg suchst du dir deine Lieblingssportarten selbst aus. Am BGB AG Jungburg sind wir stolz auf unsere Absolventinnen und Absolventen, die in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, Industrie, Technik, Forschung tätig sind. Fragen wir doch zum Schluss jetzt unseren Schulsprecher und die Schulsprecherstellvertreterin, was für diese jungen Menschen das BGB AG Jungburg besonders macht, was ihnen bei uns an der Schule besonders gefällt. Eine der vielen Besonderheiten am BGB AG Jungburg ist das große Sprachangebot. Von Englisch und Latein bis hin zu Französisch, Italienisch und Spanisch gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, Sprachwettbewerbe oder sogar Auslandsaufenthalte in Anspruch zu nehmen. Von letzterem habe ich bereits profitiert und ich kann es euch allen sehr ans Herz legen. Aber bei uns an der Schule ist nicht nur die Internationalität wichtig, sondern auch die Individualität. Ich finde, jede Person hier kann sich bis zum Vollsten ausleben und sein und ihr tatsächliches Potenzial entfachen. Ich glaube, dass ich mich hier wahrgenommen fühle und deshalb fühle ich mich hier wohl. In diesem Sinne laden wir euch, liebes Gymnasium Unterstufe, als auch engagierte und interessierte Mittelschülerinnen und Mittelschüler ganz herzlich zum Infoday am 3. Dezember ein. Alle Anmeldungen dafür und auch weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage und ich bitte euch, dass ihr da dringend vorbeischaut. Wir freuen uns auf euer Kommen. So, wir sehen nun in dieser Gleichung, können wir eine Nullstelle berechnen. Diese befindet sich bei 11,5 und wie es hier ersichtlich ist, schneidet die Funktion die x-Achse genau bei diesem Punkt bei 11,5. Tja, genau diese Frage habe ich mich in meiner Schullaufbahn auch immer wieder gestellt. Wofür brauche ich das? Und deshalb habe ich mich in die Berufswelt begeben und unsere Absolventen und Absolventinnen befragt, wie sie dieses Thema sehen. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, am BGB AG Knittelfeld bekommt man ein umfangreiches Wissenspaket vermittelt, das man dann im Laufe der Schulzeit Stück für Stück entpacken kann. Und ja, damit ist man bestens gerüstet für das Leben nach der Schule. Beim Fliegen keine hohe Mathematik dahinter eigentlich, aber die grundlegenden Sachen müssen einfach im Cockpit sitzen. Bin jetzt dann zum Glück einer der Piloten, die wieder und noch einen Job haben. Und bin jetzt auf einem Ambulanzflieger, wo man eigentlich nie weiß, wo es am nächsten Tag hingeht. Musik.
Mein Weg war ein naturwissenschaftlicher. In der Schule mochte ich sehr gerne Chemie, Mathematik, Physik und Biologie und davon profitierte ich dann auch in meinem Pharmaziestudium. Es sind viele Jahre vergangen, aber wenn man im Beruf drinnen ist, vergeht die Zeit trotzdem wie im Fluge. Es ist ein schöner Beruf, es ist ein erfüllender Beruf. Natürlich, es wird einen ein hoher Stresspegel abverlangen. Man muss zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, wirklich schwer verletzte Menschen versorgen zu können. Aber die Dankbarkeit, die man von den Patienten dann zurückbekommt, entschädigt für alles. Ich würde meinen beruflichen Weg genauso wieder einschlagen. Unsere Schule ist nicht nur mit dem Schulsport-Gütesiegel in Gold ausgezeichnet, wir versuchen auch im Schulalltag viele verschiedene Bewegungsmöglichkeiten anzubieten und der Spaß an der Bewegung soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum viele unserer Absolventinnen und Absolventen auch im sportlichen Bereich ihre berufliche Zukunft gefunden haben. Hallo hier aus Austin, Texas. Nein, hierher hat mich nicht direkt das BG und BRG Knittelfeld gebracht, aber das ausgezeichnete Sportprogramm, das es damals schon gab, bis heute gibt, hatte doch einen wesentlichen Anteil daran. Schon während meiner Schulzeit wurde ich Mitglied des österreichischen Golfnationalteams und ein Jahr nach der Matura schaffte ich den Sprung auf die Ladies European Tour. Ich arbeite in der Abteilung Medien und Kommunikation des SK Sturm und berichte dabei von der Website über Social Media bis hin zu den Printprodukten über den erfolgreichsten steirischen Sportverein. Heute stehe ich da im LK Hamurtal, Standort Knittelfeld, und darf dort arbeiten. Vielleicht kennen mich einige von euch jetzt da als Profi-Radsportler. Ich bin ja beim Race Across America schon 9-mal dabei gewesen bei dem Langstrecken-Radlrennen. Ich hatte es zuerst, du brauchst auch zuerst. Nein, ich brauch's viel dringender als du. Gar nicht wahr. Bestenfalls hätten sich diese beiden Streithähne früher darüber abgesprochen, wer welches Buch für die Präsentation nächste Woche nehmen würde. In diesem Fall müssten wir § 16d aus dem Strafgesetzbuch anwenden. Oder aber wir schlagen ihnen vor, die Situation gemeinsam zu meistern und das Thema gemeinsam anzupacken. Derzeit bin ich als Universitätsassistentin, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz tätig. Ja, heute arbeite ich als Journalist, als Redakteur im Wirtschaftsressort der Kleinen Zeitung. Hinter mir seht ihr den großartigen und vor allem großen Newsroom in Graz. Ich arbeite jetzt bei Ö3, hauptsächlich im Ö3 Wecker-Team. Wir bereiten die Sendung am Vortag vor. Ich spreche und schreibe auch immer wieder Comedies für den Ö3 Wecker und bin auch oft in der Früh als Regie im Studio dabei. It's not only a huge responsibility to teach children, it's also a great pleasure. Zum ersten Mal mitbekommen, dass das in der Schule Gelernte auch in der Praxis umsetzbar ist, habe ich, als ich mit 16 zwei Monate in Amerika auf einer Farm arbeiten durfte und Englisch gesprochen und gedacht habe. Ich war dann auf der ganzen Welt unterwegs und stellte fest, dass dieses Englisch, das man in der Schule lernt, doch ziemlich nützlich ist. Jeden Tag, wenn wir auf den Stundenplan schauen, freuen wir uns auf Werken, weil... In Werken können wir viele neue Sachen ausprobieren, wie Bohren, Sägen und Löten. Wichtig ist dabei, die richtige Schutzausrüstung zu tragen, wie eine Schutzbrille, Handschuhe und ein Haargummi für die langen Haare. Als Regieassistentin bin ich zuständig für den organisatorischen Ablauf im Probenprozess. Außerdem führe ich das Regiebuch, das ist quasi ein dickes Buch, in dem alle wichtigen Teile einer Produktion detailliert dokumentiert werden. Ich bin ein Dirigent auf der ganzen Welt eigentlich. Noch heute singe ich im Chor, sehr gerne sogar. Und auch im Vokalensemble Blossoming Souls. Und das wurde während der Schulzeit gegründet. Eine Auszeichnung der Schule ist in meinen Augen der Chor des Birkeberger Knittelfelds. In meinem Beruf arbeite ich jeden Tag mit einer neuen Crew zusammen. Kommunikations- und Teamfähigkeit sind wichtige Eigenschaften und gestalten meinen beruflichen Alltag. Das Gymnasium in Knittelfeld hat mir eine breite Allgemeinbildung vermittelt. In Kombination mit internationalen Projekten ist es meiner Meinung nach gelungen, aus Schülern weltoffene Menschen zu formen. Ich habe die Schulzeit sehr genossen und erinnere mich immer noch gerne an lustige Erlebnisse. Es waren sehr schöne 8 Jahre in Knittelfeld, in einem sehr guten Gymnasium, muss man im Nachhinein sagen.
Endlich wieder Oberstufe. Die allerschönste Zeit im Leben. Da kommen in uns allen Erinnerungen hoch, nicht wahr? Das kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Der Kopf voller verrückter Ideen und Tatendrang. Der erste Kuss, die erste Beziehung, das erste Mal. Ernsthaft darüber nachdenken, was man später mal werden möchte. Ja, hier in diesen Hallen werden Entscheidungen getroffen, die echte Leben verändern. Liebe Freunde, willkommen in der Hack Judenburg. Wir alle kennen die zentrale Frage im Kopf eines jungen Menschen. Was hält die Zukunft für mich bereit? Will I be pretty? Will I be rich? Real Talk, Freunde. Woher soll man eigentlich wissen, was man später einmal werden möchte? Influencer, YouTuber, Gangster-Rapper oder App-Entwickler oder einfach Weltenbummler? Es gibt so viele Möglichkeiten und doch nur ein einziges Leben. Darf es vielleicht der IT-Zweig sein? Modebewusstsein ist vielleicht nicht eure Stärke. Doch hier entsteht die zukünftige Elite unseres Landes. Das kann ich fühlen. Hier wird das Eisen geschmiedet, das einmal die Säulen unserer Zukunft ausmachen wird. Hier wird geschweißt und gelötet und gecodet und irgendwann werden massig Mäuse gemacht. Ah, die Europa-Hack. Der Eurozweig. Hashtag Travel. Hashtag Chutan. Free Spirit. The world is my oyster. Auslandssemester an der Côte d'Azur, Klassenfahrt nach Brüssel. Ihr glaubt selbstlos an die große europäische Idee und seht euch selbst als Weltenbürger. Kopflos in fremde Kulturen eintauchen, abtauchen, sich einfach mal treiben lassen. Und wieso nicht gleich dort bleiben? Mit euren Connections ergibt sich der richtige EU-Job von selbst. Denn was man gerne macht, das macht man am Ende doch am besten, nicht wahr? So. Jetzt aber schnell zum Startup-Zweig, denn wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Der nächste Businessplan muss geschrieben werden, das nächste Investor-Meeting gecheckt. Nächster Halt, Cupertino. Ihr wisst genau, wie man eine Vision verkauft und wie man Leute dazu motiviert, für wenig Geld an einer Idee zu arbeiten, die euch einmal reicher als reich machen wird. Wisst ihr, Freunde, man lernt eben nie aus. Und es ist niemals zu spät, sich weiterzubilden und noch etwas aus sich zu machen. Nochmal die Kurve zu kriegen, wie man so schön sagt. Ah, die Direktorin dieses Instituts für Zukunftsverschönerung, die große Frau Hofer. Das ist mir eine Freude. Ja, danke. Ja, es ist wirklich unglaublich, was Sie hier auf die Reihe gestellt Michi, haben. Ja, Michi, aber jetzt ab in die Klasse. Die Pause ist herum. Hallo Daniel, es freut mich, dass du heute bei uns bist. Du bist der Absolvent der Hack Judenburg und mich würde interessieren, inwieweit dich die Ausbildung an dieser Schule für dein zukünftiges Leben weitergebracht hat. Also aktuell studiere ich ja Rechtswissenschaften in Graz und arbeite nebenbei auch in der Raiffeisenbank Zirmland. Was mir an der Ausbildung hier in der Hack Judenburg besonders gut gefallen hat, ist, dass man sich neben dem Aneignen von betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen auch in allen wesentlichen wirtschaftlichen Bereichen vertieft. Ab dem nächsten Schuljahr werden wir an der Hack einen neuen Zweig einführen, die Hack für Digital Business oder DigBiz Hack. Und glaubst du, dass diese Kombination sehr zukunftsorientiert ist? Meiner Meinung nach ist es eine sehr gute Kombination. Sehr gut deshalb, weil es eben zwei wesentliche, wichtige Bereiche miteinander kombiniert, nämlich Wirtschaft auf der einen und Informationstechnologie auf der anderen Seite. Und gerade heutzutage in unserem digitalen Zeitalter werden auch am Arbeitsmarkt immer wieder neue und besondere Kompetenzen gefordert.
Und durch diesen neuen Zweig bekommen die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen weiterhin die Möglichkeit, eine zukunftsorientierte Berufsausbildung zu erhalten. Vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst, und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Moras möchten euch nach diesem kurzen Video noch ein paar persönliche Einblicke in unser Schulleben geben. Wir haben uns nicht nur für diese Schule entschieden, weil sie uns den schnellsten Weg zur Matura ermöglicht, sondern wir auch in unseren Zweigen unsere Interessen und Fähigkeiten ausüben können. Vielfalt wird an unserer Schule großgeschrieben. Gesang, Big Band, Instrumentalunterricht, Multimedia Music, kreatives Arbeiten mit verschiedenen Techniken und Materialien, Multimedia Art, Ballsportarten wie Volleyball, Tennis, Fußball und Basketball, Geräteturnen, Sportkunde, Skifahren und Snowboarden, diverse Sportausbildungen, 3D-Druck, Roboterprogrammierung, Programmieren im EDV-Labor, Experimentieren, Sezieren und Arbeiten im Labor. Dies sind alles Möglichkeiten, die dir, wenn du unsere Schule besuchst, offenstehen. Besonders gefällt uns das gute Schulklima, der respektvolle Umgang mit den Lehrern, der interessant gestaltete Unterricht und natürlich das oft lebensrettende Schulbuffet. Mach dir selbst ein Bild unserer Schule und besuch uns am 26. November am Tag der offenen Tür.
Wir freuen uns auf dich. Liebe Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen in den beiden Bezirken, ich freue mich sehr, dass ich euch heute die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Feistritz vorstellen darf. Mein Name ist Maria Reisner, ich bin die Direktorin dieser Schule und werde euch jetzt die Eckdaten und wichtigsten Informationen zur Schule abliefern. Die Fachschule Feistritz ist eine dreijährige Fachschule mit den Schwerpunkten Tourismus und Soziales. Eine dreijährige Fachschule bedeutet, dass ihr nach dem Abschluss dieser Schule eine Berufsausbildung abgeschlossen habt. Die Fachschule Feistritz lebt aber auch davon, dass sie eine praxisorientierte Schule ist und so habt ihr bei uns auch täglich praktischen Unterricht in Ernährung und Küchenführung, Haushaltsmanagement und Service, Produktveredelung und Direktvermarktung, Landwirtschaft und Gartenbau, Textiles und kreatives Gestalten, Gesundheit und Soziales. Neben den verschiedenen Unterrichtsstunden, die ich euch bereits erläutert habe, können wir euch noch zusätzlich Ausbildungen anbieten. Das wäre die Office-Assistentin gemeinsam mit dem WIFI Steiermark. Das ist eine sehr umfangreiche Sekretariatsgrundausbildung, die wir zu einem sehr günstigen Preis hier an der Schule anbieten können. Die Ausbildung zur Pflegeassistentin oder zum Pflegeassistenten ist neu an der Fachschule Feistritz und ist eine Kooperationsausbildung mit der Krankenpflegeschule Stolzalpe. Feistritz ist aber auch bekannt dafür, dass es ein wunderbares Internat anbieten kann. Unser Internat ist in einem mittelalterlichen, sehr schönen Schloss untergebracht, wo die Schülerinnen und Schüler gemeinsam von Montag bis Freitag wohnen, bei einem hervorragenden Essen und einem sehr schönen Umfeld. Die Fachschule Feistritz ist eine sehr praxisorientierte Schule mit abwechslungsreichem Unterricht und auch das Internat ist ein großes Highlight. Neben abwechslungsreichen Freizeitangeboten, wie zum Beispiel Reiten, Sport am schuleigenen Sportplatz oder auch gelegentliche Exkursionen, machen den Unterricht gleich interessanter. Auch wird der Unterrichtsalltag ein bisschen aufgelockert, zum Beispiel durch das Wichteln während der Weihnachtszeit oder dem Tanzkurs. Herzlich willkommen in der Fachschule Groß-Lobing. Fachschule Groß-Lobing entschieden, weil uns der soziale Schwerpunkt gefällt.
Hier lernen wir wichtige Inhalte fürs Leben. Wie den Erste-Hilfe-Kurs, den Baby-Fit-Kurs, den Pflege-Fit-Kurs und die Ausbildung zur Heimhelferin. Ich bin in der Fachschule Groß-Lohmling, weil wir auch floristische Inhalte machen. Wir machen unsere Gestecke selbst. Wir sind hier in der Fachschule Groß-Lohmling, weil wir viel über Kräuter lernen. Ich nähe gerade meine eigene Servierschürze. Ich bin in der Fachschule Groß-Lohmling, weil hier noch Textilverarbeitung und kreatives Gestalten angeboten wird. Wir mahlen unser Biogetreide hier in unserer Schule selbst und dann backen wir unser eigenes Brot. Wir verkaufen einmal pro Woche unsere selber gemachten Produkte. Ich bin in der Fachschule Groß-Lohmling, weil ich gerne koche. Ich bin hier, weil ich mehr über gesunde Ernährung wissen möchte. Ich bin hier, weil ich gerne Süßes esse und ich mehr backen lernen will. Wir sind hier in der Fachschule Groß-Lohmling, weil wir servieren lernen möchten. Wir haben uns für die Fachschule Groß-Lohmling entschieden, weil wir hier die unterschiedlichsten Berufe erlernen können. Wie zum Beispiel den Facharbeiter für das ländliche Betriebs- und Haushaltsmanagement, den Erste-Hilfe-Kurs, den Baby-Fit-Kurs, den Pflege-Fit-Kurs sowie die ECTL-Prüfung und das Typing-Zertifikat. Den Smartphone-Coach, das Berufsbild der Heimhelferin, die Bürokraft für den medizinischen Bereich, die Betriebsdienstleistungskauffrau und die Matura, genau gesagt die Berufsreifeprüfung. Du kannst dich entscheiden, welchen Berufsweg du gehen möchtest. Du entscheidest für deine weitere Zukunft. Was willst du einmal werden? Welcher Beruf interessiert dich und wie kommst du am besten an dein Ziel? Fragen über Fragen, bei denen ich dir behilflich sein möchte. Wenn du einmal einen Beruf haben möchtest im Bereich Gesundheit, Soziales, Wirtschaft oder auch Tourismus und gerne Sprachen lernst, sowie auch die Matura machen möchtest, bist du hier bei uns an der Schule genau richtig. Ciao tutti! Io sono Bianca. Hola, soy Johanna y amo el español. Ciao, mi chiamo Elena. Hallo, ich heiße Elena.
Wir bieten dir hier an der Schule eine vielfältige, moderne Ausbildung in zwei verschiedenen Schultypen an. Eine ist die fünfjährige HLW. Da schließt du nach 5 Jahren mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Du kannst danach sofort ins Berufsleben einsteigen oder du gehst studieren an eine Fachhochschule oder an eine Universität. Das Rüstzeug für den sofortigen Berufseintritt bekommst du durch unseren praxisbezogenen Unterricht. Du hast auch ein 12-wöchiges Pflichtpraktikum zwischen dem 3. und 4. Jahrgang zu absolvieren. Weiters schließt du den 4. Jahrgang mit einer Prüfung zum Restaurantfachmann bzw. zur Restaurantfachfrau ab. Du bekommst mit der Schwerpunktausbildung Gesundheit und Soziales an unserer HLW natürlich Wissen in den Bereichen Entspannungstechnik, Pflege und in Hygiene dazu. Weiters hast du natürlich umfassendes Wissen in den wirtschaftlichen Fächern wie Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Informationsmanagement. Und natürlich ein sprachliches Wissen kommt auch nicht zu kurz. Du kannst dich aber auch gerne für unsere neue Fachschule für wirtschaftliche Berufe bewerben. Diese Fachschule dauert 3 Jahre. Du hast eine praxisnahe Ausbildung sowie eine Vertiefung in den Fächern Neue Medien, Persönlichkeitsbildung, Rechtsfitness und Sport. Danach kannst du auch einen Aufbaulehrgang besuchen oder eine Lehre beginnen. Na, ist das Richtige dabei? Dann komm vorbei, melde dich an, wir freuen uns auf dich. Benvenuto! Bienvenue! Welcome! Und willkommen in den Bundesschulen Fonsdorf, die Schule deiner Vielfalt und vielleicht auch bald die Schule deiner Zukunft. Wir freuen uns, dass wir dich heute begrüßen dürfen, um unsere Schwerpunkte zu zeigen. Willkommen! Die Bundesschulen Fonsdorf vereinen unter ihrem Dach 3 Schultypen. Die einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe, die 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe und die 5-jährige höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Ihr könnt also selbst die Dauer eurer Ausbildung bei uns in unserem Hause wählen und es stehen euch bei jedem Schultyp zahlreiche Möglichkeiten offen. Besonders ist außerdem, dass wir neben einer fundierten Allgemeinbildung in unserer Schule Wirtschaft, Sprachen und Gastronomie miteinander verbinden. Wir sind davon überzeugt, dass speziell dieses Angebot euch in Zukunft zahlreiche Türen öffnen wird. Im Bereich Creative Cooking erwirbst du viele wichtige Fähigkeiten. Wir legen besonderen Wert auf Teamfähigkeit, Kreativität und Organisationstalent. Biologische, regionale, saisonale Produkte sind bei uns eine Selbstverständlichkeit. Restaurantmanagement. Du erhältst eine professionelle Ausbildung in deutscher als auch in englischer Sprache. Durch die moderne Ausstattung wirst du optimal auf die Berufswelt vorbereitet. Küchenmanagement. Hier erwartet dich eine fundierte Grundausbildung von der Zubereitung einfacher Speisen bis hin zur gehobenen Gastronomie. Betriebsküche und Schulrestaurant. Zusätzlich kannst du in unserem Schulrestaurant von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen konsumieren, wobei du immer zwischen 2 Menüs wählen kannst. Deine erworbenen Fähigkeiten kannst du dann im Pflichtpraktikum unter Beweis stellen. In Global Communication liegt unser Schwerpunkt auf Sprachen und Projektmanagement. In Fächern wie internationale Kommunikation und Projektmanagement sowie Mehrsprachigkeit bieten wir dir einerseits eine Kombination aus Projektmanagement und unseren 3 angebotenen Sprachen Englisch, Französisch und Italienisch sowie die Möglichkeit, innerhalb der Sprachen zu switchen. In Verbindung mit Kooperationen mit der Wirtschaft, wie zum Beispiel dem Red Bull Ring Spielberg, wirst du so optimal auf künftige Anforderungen des Berufslebens vorbereitet. Zudem gibt es Vorbereitungskurse auf diverse Sprachzertifikate in unseren angebotenen Sprachen. Auch im Service werden die Sprachen miteinander verbunden und beispielsweise werden Menüs in mehreren Sprachen präsentiert. Wir nehmen auch am Programm von Erasmus Plus teil und es sind sowohl Praktika im Ausland als auch Austauschaufenthalte möglich. Lerne als Konsumentin, Arbeitnehmerin oder Unternehmerin, wie digitale Wirtschaft funktioniert. Wirtschaftliche Bildung und Projektmanagement. Erkenne wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge und agiere verantwortungsbewusst.
Erlebe wirtschaftliche Praxis hautnah durch Vorträge, Workshops, Projekte und Unternehmensbesichtigungen. Rechnungswesen digital mit BMD und SAP. Erfasse geschäftliche Abläufe, sichere dir Berufschancen mit breit gefächerten Kenntnissen bei kleineren und großen Unternehmen. Wirtschaftswerkstatt und Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement. Gründe deine eigene Übungsfirma, sichere ihren wirtschaftlichen Erfolg durch perfekt designte Angebote und gewinnbringende Verkäufe am Übungsfirmenmarkt. Praktika. Sammle praktische Erfahrungen und erkenne deine Stärken und Potenziale während deines Praktikums in einem Unternehmen deiner Wahl, im Hotel- und Gastgewerbe, in einem Büro, bei Banken, Versicherungen oder im Sozialbereich. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Plattformen über unsere Schule informiert. Wir sind natürlich auch gerne persönlich bereit, euch eure Fragen zu beantworten. Bitte meldet euch bei uns unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns schon, euch persönlich kennenzulernen. Und auf ein baldiges Wiedersehen in den Bruderschulen von Fonsdorf. If you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. You're alone and weak, but I'm just as cool as I am geek. Mr. Power, I am all on fleek. And this time I won't be crying, no I'm not buying. You know the slide is the moves that I'm supplying. I'll take my glasses, I'm gonna bounce back up and kick some asses. I'm about to call your bluff. You think you own me, you don't control me. You think you heard me saying that I'm freaky? You're just afraid. I'm here to stay. Not gonna be that geek who walked away. You think you own me? You don't control me. You think you heard me saying that I'm freaky? You're just afraid. I'm here to stay. Just 'cause I'm different, I shouldn't walk away. HTL Zeltweg entschieden? Ich habe mich für die HTL Zeltweg einfach deswegen entschieden, weil ich die beste Ausbildung im Bereich der Technik haben wollte und ich mich schon immer für die Technik interessiert habe. Weil ich einfach schon immer mich für Maschinen interessiert habe und den technischen Zweig generell einfach mag. Also ich interessiere mich eigentlich schon mein ganzes Leben so für die Technik und da ist dann der einzig logische Schritt eigentlich in die HTL zu gehen. Was ist das Besondere an deiner Schule und deinem Zweig? Maschinenbau ist einfach für mich cool, wenn man das so sagen kann,
weil ich finde es einfach cool, wenn man sich bei Maschinen auskennt und das Wissen halt hat und mit dem zwei kann man auch weit kommen. Also, ich gehe jetzt Bautechnik und man sieht ja überall eigentlich Gebäude und so. Das Spannende ist, dass man sich dann halt auskennt, wie das entstehen kann und ja. Also ich finde, an unserer Schule ist eigentlich alles besonders und vor allem am Maschinenbau, einfach wie die Sachen funktionieren und die Berechnungen und auch die Konstruktion ist für mich am interessantesten. Was war dein größtes Aha-Erlebnis an der HTL? Mein größtes Aha-Erlebnis war, dass ich Schulsprecherin geworden bin und das als erstes Mädchen ausgeführt habe. Das größte Aha-Erlebnis an der HTL war eigentlich, dass wir als Mädchen eigentlich so in der Unterzahl waren, aber wir alle trotzdem respektiert waren. Also mein größtes Aha-Erlebnis war, dass als ich in die Klasse gekommen bin und wir wirklich nur zwei Mädchen waren und die dann im Endeffekt auch gegangen ist. Und deswegen würde ich es halt empfehlen, dass mehr Mädchen sich dafür entscheiden und nicht irgendwie Angst haben oder so. Weil mir kommt vor, die meisten Mädchen trauen sich nicht unter die ganzen vielen Jungs in die HTL zu kommen. Und so schlimm ist es halt doch nicht. Welchen Tipp hast du für Neueinsteigerinnen? Einfach nicht aufgeben, so schwer es auch ist. Es lohnt sich. Dass, auch wenn es zwischendurch einmal zart werden kann, einfach weitermachen, es wird sich auszahlen. Weiter tun, weitermachen und den Spaß daran nicht verlieren. Dass man immer mitlernen sollte und immer am Ball bleiben sollte. Wenn man sich nicht auskennt, einfach die Lehrer fragen. Beschreibe die HTL Zeltweg in einem Wort. Lehrreich. Eine Bereicherung fürs Leben. Unbeschreiblich. Fordernd. Zukunftsorientiert. Interessant. Herzlich willkommen bei uns in der Land- und Forstwirtschaftlichen Fachschule in Kovenz. Die Fachschule Kovenz ist eine dreijährige Schule für land- und forstwirtschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler, für Schülerinnen, die sich für Ökologie und Nachhaltigkeit interessieren und denen eine handwerklich fundierte Ausbildung am Herzen liegt. Unsere Schule beginnt mit dem 9. Schuljahr mit circa 14 Jahren, ist dreijährig, hat einen starken Fokus neben der Allgemeinbildung auf landwirtschaftliche Produktion in der Mur- und Mürzfurche. Auch die Forstwirtschaft ist besonders wichtig. Ich bin der David und wir machen da jetzt einfach einmal einen geraden Schnitt im Holz. Ich bin da an der Schule, weil meine Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim haben. Und da haben wir halt auch einen kleinen Wald und da kann ich das ganz gut brauchen, was man da lernt. Hallo, ich bin der Fabian und jetzt zeige ich euch, wie man einen Baum schneidet. Achtung! Also ich bin in der Schule, weil man da lernt, wie man da mit Motorsägen umgeht und wie man einen Baum richtig zu Fall bringt. Neben diesen Urproduktionsfächern gibt es eine breite Palette an handwerklichen Aktivitäten und Gegenständen von Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Bauhandwerk, Haustechnik bis hin zur Lebensmittelverarbeitung und natürlich auch einen starken Fokus in Richtung Direktvermarktung und Lebensmittelbearbeitung. Wir machen heute eine Sonnenlege. Und da schneide ich jetzt mit der Stichsäge die Grundform aus. Ich bin da in der Schule, weil wir da viele verschiedene Sachen zu verarbeiten haben. Und da in der Tischlerei gefällt mir vor allem der Werkstoff Holz. Der begeistert mich, weil der wächst da bei uns draußen und den verarbeiten wir da halt jetzt. Da bin ich begeistert. Der nächste Schritt ist, dass wir das sägeraue Holz jetzt erhobeln. Für mich ist es immer eine Freude, wenn man den Schülern in den Augen ansieht, was für Freude, dass sie bei der Holzbearbeitung haben, wenn sie das Werkstück fertig haben. Endlich sind wir fertig. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt so gut. Das ist schon gut zum Leben. Willkommen in der Landtechnikwerkstatt. Das ganze Jahr über machen wir da verschiedene Projekte, Reparaturarbeiten und so kleinere interessante Arbeitsgeschichten, was man vielleicht daheim im landtechnischen Bereich auch brauchen kann. Ich mag es gerne mit Eisen zu arbeiten und
und mir gefällt das einfach. Das geht über Vakuum, also hier geht die Milch hinauf. Wenn die Milch hier weniger wird, dann ist das Alter leer und dann kann man zur nächsten Kuh gehen. Willkommen in der Molkerei. Wir haben hier für Direktvermarktung eine solide Ausstattung. Wir machen heute zwei Produkte. Wir machen Joghurt auf Haushaltsgröße und wir machen Schnittkäse im Direktvermarktungsvolumen. Ja, grüß euch, mein Name ist Lackner Gerhard und ich bin Landwirtschaftslehrer an der Fachschule Kovenz. Wir sind heute mit der Schülergruppe vom zweiten Jahrgang hier im Zuge der Obstverarbeitung und Obstwirtschaftspraxis. Wir ernten hier Äpfel, welche wir zu Apfelsaft in der Schule verarbeiten. Hallo, ich bin der Lukas. Es war eine tolle Erfahrung, das heute zu sehen, wie aus Äpfel Apfelsaft gemacht wird. Also ich finde es schön, dass ich in unserer Schule selbstgemachten Apfelsaft trinken darf und generell regionale und selbstgemachte Produkte, so wie selbstgemachte Milchprodukte, Joghurt, Käse oder wir machen in Fleischverarbeitung selbstgemachte Fleischprodukte, so wie Leberkäse, alles Mögliche. Mir gefällt es da sehr gut an der Schule, die Schule ist sehr cool. Also alles, was wir essen, ist regional und vieles auch selbstgemacht. Ich habe mich fürs Internat entschieden, weil ich finde, man kommt viel schneller in die Klassengemeinschaft ein und man kann auch zusammen lernen und ich finde auch, das hilft sehr und man hat auch in den Freistunden sehr viel Spaß miteinander und es ist halt einfach lustiger im Internat. Ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Also im Zimmer lernen wir halt zusammen, wir tauschen unsere Ideen aus, wir befreiten uns auch, weil die meisten sie noch nicht kennen. Und ich finde, das ist auch sehr lässig, wenn man zusammen die Aufgabe machen kann. Wenn du dich für die interessante und abwechslungsreiche Ausbildung bei uns an der Fachschule in Koblenz interessierst, darf ich dich und deine Eltern recht herzlich für eine persönliche Schulführung bei uns einladen. Melde dich einfach im Büro und komm vorbei. Bye, bye. Wegelmogel, weißt nicht recht wohin. Es gibt so viele gute Jobs, nur welcher machst du die wirklich sehen? Doch Deckerin, Könnerin, Verkäufer oder Installateur, Mechanikerin, Rauffangkehrer, Köchin oder Friseur. Von lauter guten Tipps und Grübeln raucht ihr schon die Bieren. Am liebsten tätest alle Jobs selber einmal ausprobieren. Wenn das so ist, hab ich für dich eine gute Adresse. Leitner Straßen, Knittelfeld, BTS. Leitner Straßen, Knittelfeld, BTS. Berufsorientierung und Vorbereitung auf eine Lehre. Das Stärken deiner Grundlagen und noch vieles mehr. Nach der Orientierungsphase kannst du einen Fachbereich wählen. Brauchst dich nicht mit Dingen, die dich nicht interessieren, langweilen. Dreimal im Jahr bist du schnuppern in Betrieb. Letztes Mal hat eine gleich einen Lehrvertrag danach unterschrieben.
die das alles anspricht, brauchst du unser Adress. Leitnerstraßen, Klittelfeld, BTS. Leitnerstraßen, Klittelfeld, BTS. Vertreter aus der Wirtschaft stellen bei uns gern ihre Firmen vor und machen dabei auch ihre Erwartungen an dich ganz klar. Betriebsbesichtigungen, Exkursionen stehen am Plan. Und wir bieten auch so manch coolen Workshop an. Begabungstest, Bewerbungstraining, Lebenslauf, alles kein Stress. Mit an Bord sind Jugendcoaching, BITS und AMS. Mittlerweile kennst du eh schon unser Adress. Leitnerstraßen, Klittelfeld, BTS. Leitnerstraßen, Klittelfeld, BTS. Und hast du mal Probleme oder gar einen gröberen Streit? Dann hilft dir bei uns die Schulsozialarbeit. Wie du siehst, wiegt wirklich ganz, ganz viel dafür, dass du uns beehrst am Tag der offenen Tür. Notier dir den Termin, wir sehen uns, alles klar. 2022, 8. Februar. Na jo, und eh schon wissen, unser Adress. Leitnerstraßen, Knittelfeld, BTS. Leitnerstraßen, Knittelfeld, BTS. Im Schulzentrum in Knittelfeld, BTS. Herzlich willkommen an der Polytechnischen Schule Judenburg. Im Fachbereich Holz kommt es auf eine genaue Arbeitsweise an. Auch eigene Ideen fließen mit ein. Fremdenverkehr und Tourismus bieten ein breites Betätigungsfeld und somit eine Vielzahl an Berufen. Metalle und Kunststoffe sind die Werkstoffe der Zukunft. In diesem Fachbereich lernt man die grundlegenden Bearbeitungsmethoden.
Die Polytechnische Schule Judenburg ist berufsorientiert, praxisnah und macht dich fit für die Zukunft. Kaufmännisches Denken und Unternehmergeist sind die Grundlagen für viele moderne Berufe. Im Fachbereich Handel Büro üben wir Verkaufsgespräche und erlernen Büroorganisationen. Und Elektronikbereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. In diesem Fachbereich wird Basiswissen in Theorie und Praxis vermittelt. In diesem Fachbereich geht es um Bauen- und Wohnraumgestaltung. Schwerpunkte sind Planung, der Umgang mit Baumaterialien und die Grundlagen der Bautechnik. Wir bereiten dich auf die Lehre vor. Welcher Lehrberuf passt zu mir? Ein Jahr lang Zeit haben, um sich darüber wirklich im Klaren zu werden. Die Polytechnische Schule, kurz BTS, bietet ihren Schülerinnen und Schülern diese Zeit als auch alle nötigen Kenntnisse. Ja, die Aufgabe der Polytechnischen Schule ist es eben, die Schüler auf den Eintritt in das Berufsleben vorzubereiten. Ja? Wir vertiefen hier die Allgemeinbildung und wir bereiten die Schüler durch den berufsorientierten Unterricht vor, dass sie die richtige Berufswahl treffen und wir unterstützen sie dabei. Und wir haben hier in der Polytechnischen Schule, und das gibt es nur bei uns, die 4 berufspraktischen Wochen. Das heißt, die Schüler haben hier die Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, in diese Berufe hineinzuschnuppern und somit die Auswahl zu erleichtern, ob das der richtige oder eventuell auch der falsche Beruf für sie wäre. Dann haben wir in der Polytechnischen Schule Mura, bieten wir 3 Fachbereiche an. Wir bieten hier eine gewisse Grundbildung in verschiedenen Berufen an. Und zwar haben wir hier in unserer Schule die Fachbereiche Metall, Elektro, Holzbau und Handelbüro und Dienstleistungen. Wir versuchen also, die Schüler so gut wie möglich aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Neigungen, ihrer Interessen auf den Eintritt in das Berufsleben vorzubereiten. Fähigkeiten, Begabungen und Interessen erkennen und das Kennenlernen und die Umsetzung von Arbeits- und Lerntechniken stehen hier im Vordergrund. Kommunikative Fähigkeiten, Team- und Projektarbeit sowie Strategieentwicklung sind weitere wichtige Faktoren, die vermittelt werden. Entspannung gibt's in den Pausen, in der von den Schülern selbst gestalteten Pausenhalle. Aber auch in Murau gibt es Handwerk, das die Handschrift der BTS trägt. Unsere Handschrift trägt einmal, das kann jeder sehen, der bunte Radbaum am Raffaltplatz. Weiters haben wir noch Futterhäuschen für das Elternhaus gebaut und der letzte Großauftrag, wenn man das so nennen kann, war beim SVU Murau im neuen Stadion im Keller diese Regale für die Aufbewahrung der Trainingsutensilien, der Bälle und so weiter zu bauen. Also wir versuchen, wenn Vereine oder Institutionen an uns herantreten, sie zu unterstützen und die Schüler lernen dabei auch wieder etwas Neues.
Derzeit gibt es 26 Schüler und Schülerinnen an der BTS, Tendenz steigend, denn für kommendes Jahr gibt es bereits 40 Anmeldungen. Ich habe das heuer so gemacht, dass ich durch alle vierten Klassen im Bezirk Murau gefahren bin, die Polytechnische Schule vorgestellt habe und auch den weiteren Berufsweg. Wir können ja auch die Lehre mit Matura hier dann anschließen. Und die Schüler haben dann die Möglichkeit, an verschiedenen Tagen die Schule mit Eltern oder mit Lehrern zu besuchen und sich direkt hier vor Ort zu erkundigen. Die BTS als direktes Sprungbrett in den Beruf nutzen, das machen viele 14- bis 15-Jährige. Gezielte Informationen über Lehrberufe und weiterführende Bildungswege werden hier durch spezielle Förderungen ergänzt. Ja, die Poly ist die einzige Schule mit einem direkten Einstieg ins Berufsleben. Die bietet 4 Schnupperwochen, lehrerische Schnupperwochen. Und die Lehrer und die Schüler sind da ganz kommod. Ja, eigentlich finde ich, weil die Poly die bereitet die bestens aufs Berufsleben vor. Die Lehrer sind auch flau, du musst nicht so viel lernen wie in einer weitergehenden Schule. Du lernst halt nur das, was du halt fürs Berufsleben brauchst und du kannst viermal schnuppern gehen. Dann hast du auch wirklich die Möglichkeit, dass du schaust, wo du hingehst und du kannst da genau aussuchen, was du machen willst. Gibt es irgendein Fach, was dir besonders liegt, was du besonders gern magst? Ja, also Englisch mache ich gern, Turnen und Werken. Und welchen Beruf glaubst du für Zwern? Maurer und Schulungsbauer mache ich. Das steht schon fest? Das ist komplett fix, ja. Ausschlaggebend für mich war, dass ich in keine weiterführende Schule wollte und sofort ins Berufsleben halt, eintauchen wollte. Und ich habe trotzdem noch alle Möglichkeiten offen und kann alles machen, was ich will. Gibt es vielleicht schon eine konkrete Idee, was du sagst, das wirst du jetzt weitermachen? Sehr gern würde ich als IT-Techniker Lehre machen, aber leider findet sich da nicht so schnell was. Welche Fächer gefallen dir jetzt besonders gut? Englisch, Informatik und Buchführung. Seit nunmehr 50 Jahren gibt es in Österreich die Polytechnische Schule. Die BTS Murau, eine sinnvolle 9. Schulstufe für alle, die sich einen genauen Einblick in die Vielfalt der Lehrberufe machen wollen.